Ich bin die Schwester Nadia Bühlmann, bin seit 25 Jahren Baldeckerschwester, seit 9 Jahren Präsidentin von Justitia und Pax. Das ist jetzt das Büro von unserem Generalsekretär, Wolfgang Bürgstein. Er leitet das gesamte Sekretariat von Justitia und Pax und er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Von Beruf ist er Theologe und Ökonom. Der Anlass der Gründung der Justitia und Pax war das Zweite Vatikanische Konzil. Unsere Kommission, die Nationalkommission, wurde gegründet worden am 27. September 1969. In den letzten 40 Jahren sind nach und nach Justitia und Pax Kommissionen gegründet worden. International, allein in Europa, haben wir heute 31 Kommissionen. Und es sind vor allem auch erst in den letzten Jahren in den Oststaaten Kommissionen gegründet worden. Unsere Aufgabe ist Gerechtigkeit und Frieden. Das ist nicht nur unser Name, es ist auch ein Programm. Und wir setzen uns ein zur Förderung von mehr Gerechtigkeit und Frieden innerhalb des Landes, aber auch weltweit. Thematik Nord-Süd-Konflikt, Flüchtlinge, all diese Bereiche sind natürlich für uns sehr wichtig. Unser Beitrag kann nicht der sein, der ein Hilfswerk bietet, aber wir setzen uns im Rahmen von sozial-ethischer Argumentation, politischer Intervention dafür ein. Am 10. Dezember wird der Allgemeine Menschenrechtstag gefeiert. Es ist federführend bei der Justitia und Pax, dass wir Liturgievorschläge machen, eine Publikation. Das wird aber auch ökumenisch gestaltet und in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Das Zweite Vatikanische Konzil wäre die Vernachlässigung, das gehört man etwa, wahrscheinlich auch nicht ganz unbegründet. Aber uns ist das natürlich zentral, dass wir das aufrechterhalten, die Neuerungen, die es damals gab. Schließlich sind wir entstammt im Zweiten Vatikanischen Konzil. Wir sind sozusagen, die Justitia Pax ist ein Kind davon. Das war damals eine Öffnung. Das ist etwas sehr grandios, denke ich, dass wir das schaffen konnten. Und von dem her legen wir Wert darauf, dass das nicht vergessen geht. In unserem Arbeiten kann es natürlich auch Widersprüche geben zu der katholischen Lehre. Wir müssen aber auch klar festhalten, dass wir uns an die katholische Lehre auch halten. Wir sind der katholischen Soziallehre verpflichtet. Widersprüche gibt es in dem Sinn, dass wir nicht eine Theologenkommission sind, die Lehre der Kirche verkünden müssen, sondern wir müssen uns daran halten. Und wichtig ist auch bei unserem Arbeiten, dass wir quasi die katholische Lehre so handhabt, dass sie eben lebbar ist. Und wenn man jetzt an Verhütung denkt, wenn die katholische Lehre sagt, man darf kein Verhütungsmittel benutzen, dann kann das ja zwar wünschenswert sein, wenn das so möglich wäre, aber wir müssen einfach den Tatsachen in die Augen schauen. Und wir haben auch den Auftrag, die katholische Kirche hat auch den Auftrag, im Evangelium gemäss Leben zu schützen. Das heisst für mich auch, dass man Leben schützen kann, indem es eben Verhütungsmittel gebraucht werden, dass man nicht Aids übertreibt, dass man nicht die Familie zerstört, weil junge Mütter davon wegsterben an Krankheiten, die man vielleicht verhindern können, wenn Verhütungsmittel gebraucht worden wären. Es sind spezielle Aktivitäten geplant zu unserem 40-jährigen Jubiläum. Es ist eine Arbeitsgruppe am Planen. Sicher wird am 26. September unser Festgottesdienst hier in der Dreifaltigkeitskirche in Bern stattfinden. Und der Präsident der Europäischen Kommission, der Bischof Gérard Dufoy, wird der Hauptzelebrant sein. Daneben haben wir geplant, ein Symposium mit Wirtschaftsvertretern, Politikern etc. Wir haben in unseren Büroräumlichkeiten jetzt gerade sehr schöne Kunstwerke aufgestellt. Und zwar war das ein Projekt, das wir im Rahmen unseres Netzwerks der Europäischen Justitia und Pax Kommissionen gemacht haben. Die Europäischen Justitia und Pax Kommissionen haben beschlossen, das Thema Armut aufzugreifen. Und zwar mit Kunstwerk, sei das Bilder, Skulpturen, die Armut darzustellen. Das sind jetzt Bilder von Otto Heigold. Er hat 9 Graffitzeichnungen gemacht zum Thema Bergpredigt. Das ist einer von diesen Beiträgen, der jetzt gerade im Europarat an der Kunstausstellung gezeigt wird.
Für die Zukunft ist mir insbesondere wichtig, dass eben Gerechtigkeit und Frieden und in dem Zusammenhang auch der Aufbruch vom Zweiten Vatikanum nicht vergessen geht, dass wir da immer dran arbeiten. Somit sehe ich die Aufgabe der Justitia und Pax umso wichtiger, auch in Zukunft, dass die Stimme der Kirche wahrgenommen wird, dass man sich auch verlauten und sich einsetzt für die Armen und für die schwächsten und schwächeren Glieder in der Gesellschaft.